herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir und es ist dies der Gerd Kulhavi. Gerd, ich begrüße dich ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hallo Christoph. Schön, dass du da bist, weil du bist ja der Vorsitzende der Geschäftsleitung bei Speakers Excellence. Und ich habe dich eingeladen, weil du hast ja 2002 mit deiner Frau zusammen eben Speakers Excellence gegründet und stehst auch für das Thema Positionierung von Trainern und Rednern und vermarktest die, glaube ich, höchst erfolgreich. Und du machst auch, glaube ich, seit 17 Jahren studierst du die Erfolgsrezepte der namhaften Trainer und Referenten des internationalen Marktes. Und ich bin sicher, dass man von dir auch noch ganz wertvolle Hinweise zum Thema erfolgreiche Markenbildung, das heißt auch Positionierung, erhalten werden. Und ich möchte dir gerne die erste Frage stellen. Und zwar, stell dir vor, du könntest heute einen Bericht schreiben über deinen Lebenslauf. Und jetzt braucht es eine Überschrift dafür. Wie lautet diese? Also die Überschrift würde lauten, lieber unperfekt begonnen als perfekt gezögert. Weil ich habe immer mehr Menschen kennengelernt, die sich immer auf das ganz Besondere vorbereiten wollten und aber nie begonnen haben. Deswegen war das eines der Erfolgsrezepte von mir, dass ich einfach immer begonnen habe und während des Tuns mich dann verbessert habe. Es gab aber auch andere Menschen, die haben gesagt, nee, erst muss ich erstmal das komplett zu Ende gedacht haben, bis ins letzte Detail, haben aber dann nie begonnen oder sind dann vielleicht sogar zu spät gekommen, weil viele andere schon begonnen haben. Sehr, sehr schön, wunderbar. Jetzt Gerd, was hast du mal ursprünglich gelernt oder auch studiert? Also studiert habe ich natürlich vieles in meinem Leben, aber ich habe kein Abitur, sagen wir mal so. Ich habe gelernt, damals zu der Zeit war es meinen Eltern noch sehr wichtig, dass ich Beamter geworden bin. Und somit bin ich zuerst in meinem ersten Schritt als Beamter zur Deutschen Post bei uns gegangen und habe da die Beamtenlaufbahn gemacht und war da sehr lange sehr erfolgreich tätig, beziehungsweise hat es mich in dieser Tätigkeit dann immer schon zu vielen anderen Sachen hingerissen. Ich war dann in der Regel auch immer zu großen Teilen freigestellt für die Jugendvertreterarbeit. Ich habe also zu der Zeit damals bei der Post natürlich viele weitere Möglichkeiten gehabt. Und eins war die Gewerkschaftsarbeit, dass ich mich für junge Menschen eingesetzt habe und dafür dann auch freigestellt wurde. Das ging dann eine gewisse Zeit. Und auf diesem Weg habe ich dann, gibt es noch weitere Abteilungen und da war eine davon die Deutsche Postversicherung. Und zu der habe ich dann gewechselt und da habe ich dann gemerkt, was alles noch möglich ist, wenn man sich weiter qualifiziert, weiterbildet, wenn man neue Wege geht, wenn man andere Wege geht. Und das war so der erste Sprung in den Bereich rein, wo ich heute bin. Warum der erste Sprung in den Bereich, wo ich heute bin? Ganz einfach. In der Zeit, wo ich für die Deutsche Postversicherung tätig war, habe ich mich extrem in der Persönlichkeitsentwicklungsseminaren weitergebildet. Ich habe Verkaufsseminare gemacht, Marketingseminare, all diese Seminare. Und so kam ich dann in eine Branche hinein, die ich eigentlich gar nicht im Visier hatte oder überhaupt nicht mal irgendwo früher so besonders beachtet habe. Und immer mehr Menschen haben mich gefragt, Mensch, Gerd, du bist auf allen Seminaren, du kennst doch die ganzen Referenten, wen würdest du denn empfehlen? Und das war so der erste Trigger, der erste Impuls in eine Richtung, wo ich mich dann gefragt habe, warum fragen denn mich immer wieder alle Leute, welchen Referenten soll ich denn nehmen? Und dann habe ich gedacht, ist da irgendeine Botschaft für mich drin? Und das waren dann so die ersten Punkte, die mich da in der Richtung hingedrückt, hinbewegt haben. Okay, das wäre nämlich eben meine Frage gewesen. Was hat dich dann bewogen, dann die Speakers Excellence zu gründen, zusammen mit deiner Frau? Ja, das war der erste Schritt. Ich hatte dann nebenbei schon eine kleine Firma gegründet. Meine erste kleine Firma hieß Friends in Business. Warum Friends in Business? Die meisten Geschäfte habe ich immer, Geschäfte habe ich immer mit Freunden gemacht oder andersrum, Geschäftsleute wurden immer zu meinen Freunden und deswegen Friends in Business. Und damals habe ich schon die ersten Seminare und so weiter veranstaltet, bis dahin dann Jürgen Höller auf mich aufmerksam geworden ist, beziehungsweise auf die Firma Friends in Business und die damals dann gekauft hat mit einer Bedingung, dass ich mit ins Seminarbusiness einsteige. Und dann musste ich dann wechseln von der Versicherungswirtschaft in die Seminarwirtschaft und dann war der erste Gehversuch. Und die ersten Dinge, die waren dann, glaube ich, 99 in diese Richtung. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wo ich dann in das Seminar-Business erstmal gewechselt habe.
habe dann meine kleine Firma aufgegeben habe oder beziehungsweise eingebracht habe in ein anderes Seminar-Business, bis dort aber dann 2001 dann diese Blase gekommen ist, wo die ganzen New Economy und so weiter zusammengebrochen ist. 2001 war dann der Zusammenbruch. 9/11 war da im September, die Stimmung war nicht so besonders, die Leute waren alle so ein bisschen frustriert, die Wirtschaft war nicht so besonders mehr drauf. Und da war das Ende erstmal 2001 von den ersten Seminar wegen und dann habe ich mir damals überlegt, was kannst du jetzt tun, was willst du tun? Und so kam ich dann schon zu der Zeit, wo ich im Seminar-Business war, habe ich schon den amerikanischen Markt beobachtet und habe gemerkt, in den USA ist die Speaker-Vermittlung etwas ganz, ganz anderes als bei uns. Und es war viel etablierter als bei uns. Und dann war das eine Anregung für mich, das Speakers-Business in Europa, in Deutschland mehr zu etablieren, obwohl es auch zu dem Zeitpunkt schon einige Firmen oder Vermittlungen gab. Und da war der erste Gedanke, dass ich mal Speakers Excellence eingegeben habe und habe gesagt, was passiert denn da, wenn ich den Namen eingebe? Und dann habe ich festgestellt, es gibt 150 Lautsprecherfirmen, die da was verkaufen, aber keine Agentur, die den Speaker auf dem Schirm, auf dem Radar hatte. Und das war so der erste Stein dann für die Neugründung, die dann im Mai 2002 kam. Und kannst du da, also Speakers Excellence vielleicht mal kurz vorstellen, weil der eine oder andere, viele kennen das natürlich, aber der eine oder andere kennt es vielleicht noch nicht. Ja, Speakers Excellence ist mittlerweile die führende Rednervermittlungsagentur, Bildungsvermittlungsagentur im deutschsprachigen Raum beziehungsweise auch Europa. Wir vermitteln namhafte Experten und Redner aus dem Bereich Wirtschaftspolitik, Bildung, Sport, Wissenschaft in ganz Europa. Und das auf verschiedensten Bereichen. Wir haben drei Marken, die wir besonders vertreten. Das sind unsere Trainer, die Top 100 Trainers Excellence. Das sind die Menschen, die Frauen, die dann die ganzen Soft Skills und so weiter vertiefend den Mitarbeitern heute in den Firmen rüberbringen. Dann haben wir die Top 100 Speakers Excellence. Die sind diejenigen, die das motivatorische rüberbringen auf Großveranstaltungen, auf größeren Veranstaltungen, die da tätig sind. Aber natürlich die Kunden immer wieder fragen, Mensch, jetzt habt ihr so unheimlich gutes Feuer hier gemacht bei unseren Mitarbeitern. Wie kann man die Nachhaltigkeit verankern? Und das waren dann halt die Trainers Excellence. Und deswegen haben die zwei Marken gut zusammengepasst. Wir haben da natürlich zur damaligen Zeit überlegt, wie können wir denn selber sexy werden? Und wir haben dann festgestellt, die Marke Top 100 ist mit allen möglichen besetzt, aber noch nicht mit Speaker und Trainer. Und somit haben wir nicht nur die Top 100 Single Charts oder die reichsten Menschen oder die schönsten, sondern wir haben die Top 100 Trainers und Speakers gekürt und sind seitdem die Herausgeber vom Top 100 Trainers Excellence Katalog beziehungsweise vom Top 100 Speakers Excellence Katalog. Und dann auch wieder einige Zeit später kamen immer mehr Unternehmen auf uns zu und haben gesagt, Mensch, Herr Kulhavi, wie ist denn das? Jetzt haben Sie Speaker, jetzt haben Sie Trainer. Haben Sie denn auch gestandene Unternehmer, die heute bereit sind, das Wissen mit anderen jungen Unternehmern zu teilen, wie sie da erfolgreich geworden sind? Und das war dann der erste Wurf für Top 100 Unternehmer-Exzellenz. Und hier sind Menschen drin, die schon sehr vieles Gutes getan haben. Wir haben der Wolfgang Krupp drin von Trigema, der eine wunderbare Firma führt und der natürlich aber auch bereit ist, sein Wissen zu teilen. Und das macht er. Oder wir haben den Klaus Hipp drin, der über Werte referiert, aber auch natürlich Babynahrung herausbringt. Und so haben wir viele weitere Top-Unternehmer, Jochen Schweizer die wir bei uns haben und die wir da vermitteln, die immer wieder bereit sind, ihr Wissen zu teilen. Und das ist es, weil sie tun sich auf der einen Seite selber was Gutes und jetzt kommt das Besondere, sie werden zum Leuchtturm ihrer Marke. Also das heißt, sie sind selber auch Botschafter ihrer Marke, indem sie ihren Erfolgsweg natürlich zelebrieren und auch präsentieren. Und auf der anderen Seite nimmt der andere was mit und sagt, hey, tolle Tipps, tolle Idee, tolle Anregung.
dass es dem auch so geht, hätte ich nicht gedacht. Aber sie werden natürlich auch zum Brand oder zum Leuchtturm ihrer Marke und werden auch natürlich auch immer bekannter. Wenn Sie Wolfgang Krupp beobachten, sieht man ihn immer wieder auch in Talkshows. Und das sind natürlich die Früchte seiner Arbeit, die er da trägt, weil er auch bereit ist, sein Wissen zu teilen und auch zu seiner Meinung steht und seine Meinung natürlich auch dementsprechend kundtut. Okay. Und du bezeichnest dich ja auch als Positionierungsexpertin. Wie ist es zu deiner Positionierung als Positionierungsexperte gekommen? Also mittlerweile kann ich natürlich sagen, nach 1800 Positionierungen hat man natürlich einen riesen Erfolgsweg hinter sich und hat natürlich vieles getan. Aber es hat natürlich so nicht begonnen. Wenn man diesen Job macht, den ich oder wir hier machen, muss man die Liebe haben, andere groß zu machen. Wenn wir hier Redner und Speaker positionieren, verdienen die dann ruckzuck irgendwann mal 5.000 Euro pro Stunde Vortrag oder 10.000, 15.000, bis hin natürlich die aus der großen Welt der Politik kommen, die dann bis zu einer halben Million gehen können, die sie dann pro Vortrag oder pro Auftritt kriegen. Aber das ist natürlich der Weg dorthin und das Positionieren. Und deswegen haben wir natürlich hier als Vermittlungsagentur zwei Seiten. A, wenn ich jetzt sage, ich gucke auf die linke Seite, habe ich dann den Kunden, der zu uns sagt, Herr Kulhavi, ich brauche jemand für Leadership, ich brauche jemand für das, ich brauche jemand für Marketing, ich brauche jemand für Celebrity Marketing. Wen empfehlen Sie mir denn? Und der sagt mir seine Wünsche, was er denn braucht. Und auf der anderen Seite kommt der Referent oder der Sportler, der Star und sagt, ich habe folgende Fähigkeit. Und wir bringen die natürlich zusammen und machen die kompatibel, dass die einen Seite die Fähigkeiten haben, die anderen die Wünsche haben, auch beide bedienen. Die einen können das geben, die anderen kriegen das, was sie sich wünschen. Und da haben wir natürlich unser Ohr immer am Markt und geben das weiter und bringen das zusammen, dass derjenige auch das Richtige anbietet und nicht am Markt anbietet. Aber das Wichtigste alles beim Positionieren ist, man muss immer Nutzen bringen. Nutzen, Nutzen, Nutzen. Woher komme ich? Was kann ich anderen geben? Also nur, dass ich ein schöner und großer bin und ein toller bin, das hört sich nicht jeder unbedingt immer gerne an. Die Transferleistung, also wenn ich heute ein erfolgreicher Sportler bin oder war, dann ist es natürlich wichtig, dass man diesen Erfolgsweg hat als Nachweis des eigenen Erfolges. Aber wenn ich nicht es schaffe, den Transferleistung zu bringen, nehmen wir mal den Sport, jetzt nur meine Erfolge als Sportler zu präsentieren, das ist eine. Wenn ich aber danach sage, jetzt zeige ich euch, was die Erfolgstugenden meines Erfolges waren, davon könnt ihr jetzt profitieren in eurem Job, in eurem Business, dann habe ich den Transfer, dann wird mir auch zugehört und dann habe ich auch die volle Aufmerksamkeit. Deswegen ist Nutzen bringen, ich sage immer zu jedem, kommt bitte nur zu uns, wenn ihr andere Menschen Nutzen bringen wollt, weil nur, dass ich mal auf einer Bühne stehe vor 10.000 Leute, vor 20.000 Leute, ist kein Nutzen. Das kann ein Traum für jeden sein, aber es ist nicht der Nutzen für den Kunden. Nutzen muss in erster Linie nach vorne gestellt werden und das ist das, was wir heute immer einfordern und weitergeben und dann ist der Nutzen groß genug, dann kriege ich natürlich auch dementsprechend mein Honorar in verschiedensten Größen. Okay, sehr schön. Wenn es jetzt jemand hört und sagt, ja, Nutzen kann ich schon bieten und die Transferleistung ist sicher da, aber mich kennt einfach noch keiner, kann ich da bei dir anklopfen oder kann die Person bei dir anklopfen und sagen, ich möchte mich gern von euch positionieren lassen, für euch vermarkten lassen? Ja, also man kann wir haben verschiedenste Mentoring-Programme, wir haben ein Speaker-Mentoring-Programm, wo wir helfen, den Speaker den Weg zu gehen. Prinzipiell kann jeder alles allein, sage ich immer. Also keiner braucht uns in erster Linie mal. Aber wenn jetzt einer sagt, Mensch, ich möchte mir den Weg abkürzen, ich möchte die richtigen Leute gleich am Anfang kennenlernen und nicht nach 5 Jahren Erfahrungen, die ich dann gesammelt habe, dann kommt man natürlich zu demjenigen, der dort ist, wo die anderen hinwollen. Wir sagen immer, an den Früchten sollst du sie erkennen. Lass dich immer nur von denjenigen Menschen coachen, die schon dort sind, wo du hin willst. Also die Referenten, die Agenturen, die das haben, weil die können dir dann auch wirklich den Weg deuten aus Erfahrung, aus den ganzen Erfahrungswerten, die sie über die Jahre hinweg gesammelt haben. Und wir sind jetzt, du hast ja vorhin gesagt, sie sind jetzt bald 18 Jahre direkt mit dieser Firma auf dem Markt, aber schon seit über 25 Jahren in diesem Business tätig und haben natürlich da eine
große Spannbreite von Menschen, die wir begleitet und betreut haben. Und da gibt es fast keinen von den absolut erfolgreichsten Menschen, die nicht bei uns vermittelt worden sind oder vermittelt werden oder die mit uns den Weg gegangen sind. Weil das zeichnet es natürlich aus, dass man, wenn man Profi-Speaker werden möchte, auch mit den Profis zusammenarbeitet. Und das ist es. Also es gibt immer einen Weg dorthin. Im Gegenteil, das Schöne daran ist, dass Talent zwar eine gute, große Voraussetzung sein kann, aber dass der Fleiß bei den meisten Menschen immer der wirkliche maßgebende Punkt war. Fleiß hat immer das Talent geschlagen, weil oft Talentierte zu lax waren, zu wenig sich angestrengt haben, weil sie einfach schon die Gabe hatten, schon auf der Bühne so oder so charismatisch zu sein. Aber der Fleißige hat dann auf einmal unheimlich aufgeholt, weil er dran arbeitet, weil er hartnäckig ist, weil er den Willen hat und die Disziplin hat. Und das sind natürlich schon einige der Erfolgstugenden, die ich jetzt gerade genannt habe, die dazu beigetragen haben, den Weg zu gehen. Und deswegen kann ich alle ermuntern, die jetzt nicht unbedingt die jetzt nicht das größte Talent haben, aber sagen, ich habe eine Botschaft, dann kriegt man das gut hin. Eine Greta Thunberg ist bestimmt sogar beides, die ist talentiert und fleißig, aber das ist natürlich und hat natürlich noch eine gute Botschaft. Aber es gibt viele Unternehmerpersönlichkeiten, die sich gar nicht auf die Bühne trauen, obwohl sie unheimlich viel zu sagen hätten, weil sie vielleicht sich nicht als talentiert fühlen, aber um das geht's nicht. Man muss sich irgendwann überwinden, und wenn man das möchte, muss man gar nichts, aber man überwindet sich und dann wird man auch zum Leuchtturm der Marke. Oder bei erfolgreichen Unternehmern kommt es auch gar nicht auf die Rhetorik drauf an. Da ist der Erfolg, den sie durchs Unternehmen haben und nicht die Bühnenglanzpräsenz oder sowas. Das müssen dann die Entertainer dieser Welt, die mit anderen Mitteln auffangen, aber die Unternehmer selber nicht. Also es kommt darauf an, als was positioniere ich mich, als Unternehmer, als Speaker, als Trainer und was für eine Geschichte habe ich. Man sollte immer was zu erzählen haben und dann geht es auch aufwärts. Das wäre jetzt genau die Frage gewesen, die ich stellen wollte. So im Sinne, was kannst du für Tipps geben? Aber das ist, glaube ich, großartig. Also die Transferleistung muss da sein, der Mehrwert muss geboten werden. Also Fleiß schlägt Talent, das finde ich noch schön. Ja. Und man soll wirklich der Leuchtturm der Marke sein, habe ich das richtig verstanden? Ja, also ja, genau, was du gesagt hast. Was ist die Kernkompetenz? Was sind meine persönlichen Stärken? Was sind die Erfahrungswerte? Welche Probleme löse ich für anderen? Wer ist meine Zielgruppe? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ich zu individuelle Themen habe, dann ist es B2C. Dann, wenn ich den einzelnen Kunden haben möchte, dann ist es ein ganz anderes Thema, als wenn ich Firmen haben möchte. Und das muss man von vornherein wissen. Wer soll mich später bezahlen und für was? Und es ist natürlich wesentlich einfacher, Firmen für das Thema zu gewinnen, wenn man Firmen auch dementsprechend das anbietet, als den Einzelnen. Es gibt ja heute unheimlich viele Seminaranbieter, die offene Seminare machen. Aber das ist die Königsklasse. Da muss man schon sehr gut sein und sehr guten, ja, gutes Marketing haben. Deswegen ist die Zielgruppenauswahl ein ganz wichtiger Faktor, weil ich muss auch wissen, wo finde ich die Zielgruppe, wie komme ich auf diese Bühnen. Aber das Wichtigste ist, auf Bühnen überhaupt zu kommen. Und deswegen ist mein geflügelter weiterer Merksatz, Bühne bringt Bühne. Also man sollte sich immer wieder die Bühnen suchen, um neue Bühnen zu bekommen, weil sprich und du wirst gesehen, also irgendwann muss mich halt einer erkennen, so wie du mich mal auf einem kleinen Vortrag kennengelernt hast und hast gesagt, Mensch, können wir nicht ein Interview machen. Genau das sind die Andockpunkte, deswegen geht es hier am Anfang gar nicht mal um großartige Honorars, die man verlangt, sondern wie kriege ich Bekanntheit? Und Bekanntheit, bekannt zu werden, ist für jeden derselbe Weg. Hier geht es über gewisse Positionierung, Polarisierung, Präsenz, um dann auf den Bühnen zu kommen, und dann kommt es halt darauf an, habe ich ein massentaugliches Thema, habe ich ein ganz spitzes Thema, habe ich ein kontroverses Thema, und da gibt es natürlich dann auch weitere Faktoren, die einen unterstützen. Und wenn ich Bühne bringt Bühne sage, ist das eine, ist natürlich der nächste Weg, wenn ich zum Öffentlichkeitsarbeit gehe, vom Autor zur Autorität. Also hier bei uns in der Branche sagt man auch dann natürlich vom Buch zu Buchung. Ne? Also das heißt, weil wenn einer mein Buch gelesen hat und sagt, hey, das ist ja ein tolles Buch über Employer Branding oder über, jetzt muss ich mir die Dame, den Herrn mal ins Haus holen, den finde ich ja klasse, der soll das mal unseren Mitarbeitern sagen. Das sind dann die Dinge, die wir dann rüberbringen.
Sehr schön, wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen noch an dich als Person. Und zwar, würdest du sagen, kannst du heute wirklich jeden Tag das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? Ach, das ist eine gute Gewissensfrage. Also eigentlich liebe ich mein Beruf total. Und trotzdem habe ich jetzt, wir haben es jetzt kurz vor Weihnachten, trotzdem habe ich die letzten 4 Wochen so viel gearbeitet, dass ich ja eigentlich jetzt schon ein bisschen die Nase voll habe und mich riesig auf Weihnachten freue und auf 10 ruhige Tage, besinnliche Tage, wo ich Kraft schöpfen kann. Also ich liebe das, was ich tue, und trotzdem muss man immer wieder mal die Notbremse ziehen. Aber es ist jedes Jahr am Ende des Jahres dieselbe Geschichte. Es ist immer, es staut sich alles, kommt alles zusammen. Und deswegen gibt es durchaus Tage in meinem Leben, dass ich das, was ich liebe, zwar immer noch liebe, aber im Moment gern weniger tun würde, weil die Kraft vielleicht nicht mehr ganz so präsent ist, weil ich vielleicht doch mal wieder eine kleine Auszeit brauche. Und deswegen ist es immer wichtig, auch in der Selbstständigkeit sich die Auszeiten zu planen, zu machen. Ich kenne immer viele, die sagen, das kann ich nicht, das mache ich erst in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 7 Jahren. Ich glaube, dass das ein Fehler ist. Man sollte die Auszeiten immer machen. Es kann allerdings so sein, wie bei mir im Urlaub. Es kann dann im Urlaub sein, dass ich jeden Tag vielleicht 1 Stunde oder 2 Stunden doch mal telefonieren muss. Dann ist es halt so. Aber ich habe dann trotzdem weitere 22 Stunden, die ich dann was anderes mache. Und das ist dann gut. Also es gibt immer einen Mittelweg. Man kann nicht nur grau oder weiß oder schwarz sehen, sondern man kann auch die Grautöne nutzen. Urlaub oder Erholungszeiten, wie man es nennen möchte, sind ganz, ganz wichtige Faktoren. Jedes Elektroauto, was heutzutage auf der Straße fährt, muss irgendwann mal einen Akku wenn er leer gefahren ist. Und das ist einfach Physik. Genau, absolut. Super. Jetzt habe ich eine kleine philosophische Frage. Und zwar, was würdest du als dein Warum oder dein Wofür, oder viele sagen auch Purpose, wie der Chief Steve Jobs ja schon gesagt hat, find your purpose. Was würdest du als deine Berufung oder als deine Bestimmung beschreiben wollen? Das habe ich mich immer lange gefragt, was kann meine Berufung sein, warum tue ich das, was ich tue. Und ich habe für mich einen Weg gefunden, zu einigermaßen begründen zu können, warum ich das tue, was ich tue, indem ich immer meine Vergangenheit angeschaut habe. Ich habe immer geschaut, was hat mich denn im Leben immer wieder berührt. Und ich habe eins hat sich bei mir immer wieder durchgezogen, also von Kind auf, von der Schule war ich Klassensprecher, danach war ich bei den Wirtschaftsjunioren, dann war ich im Kreis Jugendring, dann war ich Vorsitzender der Gewerkschaftsjugend und so weiter. Und so ging das bei mir immer weiter. Ich habe immer Menschen mitgenommen auf den Weg, ich habe immer Menschen auch vorangebracht, und jetzt hat sich nur das Produkt bei mir geändert. Das Muster ist immer dasselbe, ist immer ähnlich gewesen, und aus meiner Sicht. Also das Muster heißt, Menschen voranzubringen, mitzunehmen, groß zu machen, und das sind so die Dinge, die mich antreiben, die mir Spaß machen, die mir Kraft geben, und ich habe es vorhin am Anfang mal gesagt, man muss bereit sein, gerade wenn man Stars betreut, brauchst du du musst die Stars betreuen, auf der anderen Seite musst du die Kunden betreuen, du musst absolut den Willen zur Dienstleistung haben und was weiterzugeben, du musst die Kunden so beraten, dass sie Nutzen von dir kriegen, dass sie was kriegen, und du musst beiden auf Augenhöhe begegnen können, wenn du heute mit verschiedensten Persönlichkeiten redest, dass du mit denen auch kommunizieren kannst, aber dich trotzdem groß fühlst, dass du dich nicht klein fühlst. Viele haben gesagt, hey, du machst die alle groß, gell? Die gehen alle auf der Bühne, du stehst hinter der Bühne. Da sage ich, hey, super, du glaubst gar nicht, wie schön das ist, dass ich nicht jedes Mal auf der Bühne stehe, sondern dass sie auf der Bühne stehen. Und glaub mir, ich selber komme dabei nicht zu kurz, weil irgendeiner ist ja Macher der ganzen Sache. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dass man da auch eine gute und schöne Rolle hat und mit der Rolle zurechtkommt, dann fühlt man sich auch wohl. Und wenn man sich da wirklich klein fühlen würde, dass ich sage, hey, jetzt höre ich auf, als Vermittler zu gehen, jetzt gehe ich nur noch auf die Bühne, jetzt möchte ich der Star sein, dann muss ich einfach meine Rolle tauschen. Und das muss halt jeder vorher wissen, will ich der Unternehmer sein oder will ich der Speaker sein? Ich habe mich entschieden für den Unternehmerweg. Ich werde trotzdem ab und zu immer wieder meine Geschichte erzählen. Aber ich bin nicht der Speaker, sondern ich bin der Speaker, der Unternehmer, der ab und zu mal über seinen Job redet, so wie wir es jetzt auch gerade machen. Und dadurch weitergibt. Dadurch muss ich gar nicht in den Konkurrenzkampf eintreten mit der Klasse, die ich vertrete. Sonst würde ich ja viel größeren Ehrgeiz dazu noch haben, um das noch mehr rüberbringen zu wollen und noch besser zu glänzen, besser als der andere sein, den ich jetzt gerade vermittle,
Und dann würde ich mich immer wieder selber ins Spiel bringen wollen. Das kommt von alleine. Wenn du Gutes tust, da musst du natürlich drüber sprechen, aber du wirst dann auf einmal merken, wie die Menschen dann auf einmal sagen, hey, wer ist denn der Mann, der das Ganze da macht? Und dann kommt die Zeit, die für einen ist, aber zuerst kommt die Saat und dann kommt die Ernte. Ganz genau, wunderbar. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt gibt's etwas, wenn wir so eine kleine Zeitreise machen, zurückgehen so zum 20-jährigen Gerd. Gibt's etwas, wo du sagst, das hätte ich ihm noch ganz gern mit auf den Weg gegeben? Die Frage habe ich mir auch erst vor kurzem gestellt, weil ich überlege immer wieder, ich habe auch immer meinen Vater gefragt, wo es schon ein sehr reifen Alter war, was würdest du anders machen, wenn du nochmal beginnst oder was würdest? Und eine Sache stelle ich bei unseren jungen Menschen fest, wo ich sage, Mensch, das hätte ich gern gehabt. Und wenn ich hier sehe, was für tolle Möglichkeiten die haben, Praktikas zu machen, also Praktikum bei verschiedensten Firmen. Es wird oft immer unter dem Gesichtspunkt des Ausnutzens gesehen, aber das ist doch eigentlich Gold wert, wenn einer mal bei uns reinschnuppern kann und dann wieder in die nächste Firma reinschnuppern und da wieder reinschnuppern kann und kriegt dann ein ganz anderes Bild innerhalb kürzester junger Jahre und sagt, hey, hab gar nicht gewusst, dass das Speakers-Business so funktioniert. Hab gar nicht gewusst, dass so Kooperationen gemacht werden. Ich habe gar nicht gewusst, dass man da Geld verdienen kann. Diese Impulse zu kriegen, ich hätte gern viel, viel mehr Praktikas gemacht in jungen Jahren und den Mut, damals ging es gar nicht um das, da gab es gar nicht die Möglichkeiten, dass man die Praktikas in diesem Maße machen konnte, weil man dann froh war, einen Job zu kriegen und so nach dem Motto, und da bleibe ich jetzt so wie mein Vater bis zum Lebensende. Ne? Das ist ja heute ganz anders und deswegen sind die Praktika, ich kann es jedem nur empfehlen, Praktikum, Praktikum, Praktikum. Natürlich muss man irgendwann aus diesem Kreislauf rauskommen, aber wenn das Firmenchefs wie wir sehen, und sehen, für was er sich alles schon interessiert hat und was er alles schon gemacht hat. Und er begründet es auch noch gut, dass er die Erfahrungswerte mitbringt, dass er vielleicht mal im Fernsehstudio war, dass er mal da war, mal irgendwas. Das ist Gold wert, das kann man in Gold gar nicht aufwiegen. Und eins kann ich immer jedem noch mal auf den Weg geben. Oft will man gar nie das Beste geben, sondern nach dem Motto, naja, da kriege ich gar nicht so viel Geld, warum soll ich jetzt mein Bestes geben? Den Tipp, was ich gebe, man soll sich überall unentbehrlich machen, dass die Leute sagen, hey, den lassen wir nicht mehr gehen, um Gottes Willen. Wenn der weg ist, der muss bei uns ein Jobangebot kriegen, der muss zu uns kommen. Also immer das Beste geben, egal was du kriegst, weil man macht es nicht für den Job, man macht es für sich selber. Das habe ich früher ab und zu von meinen Eltern gehört, wollte es nicht hören, aber man macht es tatsächlich für sich selber, weil man wird selber zur Marke, man kriegt einen Erfahrungswert und diese Fähigkeit nimmt einen keiner mehr, die nimmt man zum nächsten Job mit. Und was ist denn später, was man verkauft? Man verkauft die Erfahrungen, die man über die vielen Jahre gemacht hat. Und die sind der Wert, den es ausmacht. Nicht das Alter an sich, der Wert. Und es ist auch nicht, dass man irgendwann mal das Abitur gemacht hat und so weiter. Das ist okay und das ist wichtig, wenn man das hat, wenn man eine gute, qualifizierte Ausbildung hat. Aber es ist nicht das, was die Menschen zum Erfolg bringt. Über die vielen Jahre, die vielen Biografien, was ich gelesen habe, sind oft die erfolgreichsten Menschen, die Abbrecher gewesen. Die hatten dann aber auch keine andere Wahl. Das ist wie bei mir, wenn man mal die erste Qualifikation verpasst hat, das Abitur oder sowas, dann kann man sich ja an dem nicht mehr messen. Also muss man sich im Leben beweisen. Und wenn man sich im Leben beweist, also kommt jeder weiter. Und wir stellen auch heute die Leute ein, die einfach Ehrgeiz haben und sagen, hey, ich habe zwar der Abschluss bis A oder B nur gemacht, aber ich habe mir folgende Fähigkeiten angelernt oder dazugelernt und wenn er da gut ist, dann kommt er weiter. Gibt das Beste, macht das Beste draus und ihr kommt vorwärts und schaut, wenn ihr irgendwo einen Mentor habt, der euch fördert, nutzt das und tut für den alles und er tut für euch alles und das klappt in der Regel, auch da wird es mal vielleicht den einen oder anderen Misserfolg geben oder eine Enttäuschung geben. Aber Enttäuschungen sind ja Dinge, die eine Enttäuschung aufzeigen. Aber das ist das Beste, was man machen kann. Und auch viele, die dann auch die Auslandsgeschichten mitmachen, die kommen mit einem super Erfahrungswert und mit einer hohen Eigenverantwortung zurück, weil sie dann schon bewiesen haben, dass sie vieles im Leben eigenverantwortlich großartig. Das ist wirklich wunderbar, was du gesagt hast. Das sage ich meinen Kindern auch immer. Okay, genau in die gleiche Richtung. Wunderbar. Ja. Ist perfekt. Jetzt gibt es irgendwelche, sag mal, kleine Programme, Internetressourcen, wo du sagst, die helfen mir heute auch, meinen Alltag besser zu gestalten? Also, du meinst jetzt technische Programme? Ja, so technische Programme, genau. Also, ich bin da so,
Ich bin immer neugierig. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, neugierig zu sein. Ich probiere immer alles einmal aus und sage, hey, das ist was für mich, das ist nichts für mich. Und so gibt es natürlich die verschiedensten Programme und wir leben in einer digitalisierten Zeitalter oder Zeitalter der Digitalisierung. Und hier ist es natürlich ein ganz wichtiger Faktor, dass man sich die Tools holt, die einem helfen, sich besser zu organisieren. Und bei uns im Unternehmen sind es verschiedenste. Das sind natürlich bei uns Unternehmen wie Outlook, die wir für die Terminplanung benutzen. Und es sind natürlich die Dinge, die wir jetzt auch gerade machen, wie mit Zoom oder mit Skype arbeiten. Es sind natürlich die Trellos, also das Programm Trello, wo man nach so einem gewissen Kanban-System sich organisiert. Das muss halt immer einfach und simpel sein zu bedienen. Dann ist das auch gut. Wenn es zu hoch komplex ist, dann ist es auch oft schwierig, das zu anzuwenden. Wir haben Salesforce eingeführt. Das ist jetzt zwar was Komplexeres am Anfang, aber wird natürlich auf Dauer immer hilfreicher, wenn man so viele klein Prozesse automatisiert, die man auf Dauer nicht mehr machen muss und sich auf das Wesentliche konzentrieren kann, auf die Kommunikation mit den Kunden, die Kommunikation mit den Menschen. Das ist das Wesentliche und deswegen muss man versuchen, die ganzen anderen Prozesse zu automatisieren. Und deswegen habe ich auch in der Regel keine Angst vor Digitalisierung, weil es uns hilft, auf ganz andere Möglichkeiten, andere Ressourcen nach vorne zu bringen und unsere andere Fähigkeit nach vorne zu bringen. Man muss aber trotz alledem damit sehr vernünftig umgehen. Man kann mit allem immer das oder das tun. Mit Geld kann man Waffen kaufen, aber auch Frieden schaffen. Also Geld an sich ist nicht schlecht. Also so ist es auch mit der Technik. Die Technik an sich ist nicht schlecht. Aber ich muss natürlich schauen, wie setze ich Technik ein. Und man muss auch das ein oder andere Mal selbstkritisch sein. Ich war in den ganz jungen Jahren, war ich noch mal Volkszähler. Und damals ist man zu den Haushalten gegangen und hat geschaut, lebt da jetzt eine Person, drei Personen oder fünf Personen, das war es dann schon. Und dann haben die Leute gesagt, Gottes Willen, jetzt wollen die wissen, wer da in der Wohnung lebt und so weiter. Und wenn ich mir heute Facebook anschaue, dass ich hier meine Lifeline mache oder wenn ich dann im Hotel bin, dann sage ich, was machst denn du gerade? Ja, ich check gerade ein. Das heißt, was heißt denn einchecken? Ja, ich sage, dass ich jetzt im Hotel bin, was ich esse, fotografiere das Essen. Also mach alles, gib alle Daten weiter, dann erschreckt mich's dann doch, wenn man es vielleicht zu fritzig macht. Natürlich nutzt man vieles, aber man muss immer im Hinterkopf haben, alles, was nichts kostet, kostet die Daten oder kostet die Adresse. Also es kostet immer was. Wenn einer sagt, hey, das kriegst du umsonst, muss man sich immer fragen, von was lebt der Mensch, der das macht. Das ist genauso, wenn man heutzutage, gibt es ja immer mehr solche DNA-Tests, die relativ günstig sind, wo man sagt, oh ja, ich möchte mal sehen, ob ich mehr türkische Wurzeln habe, ob ich das oder jenes, woher komme ich, wer bin ich und so weiter. Und kriegen so günstig solche Angebote, verstehen aber gar nicht, dass sie am Schluss dann ihre Blutgruppen, das, jenes, alle ihre Fakten und Daten abgeben, dass sie es machen. Also Technik, ja. Hinterfragen, mit wem mache ich welche Technik, nicht zu blauäugig sein, in welchem Land bewege ich mich, was ist da für eine Regierung dran, das sind halt durchaus, soll ich sagen, das ist jetzt schon ein bisschen philosophischer, Entschuldigung, oder politischer, aber das sind halt auch die Dinge, aber die Technik an sich ist ein Segen, der auf uns zukommt bei viele schwere, einfache, zermürbende Tätigkeiten können auf Dauer der Technik übergeben werden. Und ich freue mich auch schon, wenn das in die Gesundheitswesen einzieht, weil ein System, eine Software, die schon mal von 1 Million Kranken den Verlauf drin hat und verschiedenste Merkmale kennzeichnet, wird viel schneller herauskriegen, wer an was erkrankt ist. Und trotzdem ist es dann wichtig, dass der Arzt, der jetzt viel mehr Zeit hat fürs Gespräch, diese Zeit fürs Gespräch nutzt, bei den meisten fehlt das Gespräch mit dem Arzt. Und nicht die anderen Sachen. Mhm, super. Wunderbar. Aber jetzt habe ich ein bisschen Rundumschlag gemacht. Ja, nee, ist gut. Ist doch sehr, sehr wertvoll jetzt auch noch wieder. Und gibt es auch noch, oder bin ich ganz sicher bei dir, gibt es auch noch Bücher oder auch Hörbücher, wo du sagst, die haben mich selber inspiriert und die kann ich gern hier weiterempfehlen? Also Bücher gibt es unheimlich viele und ich habe, ich habe zig Wände voll Bücher. Die meisten habe ich ganz gelesen, viele habe ich auch nur quer gelesen oder angelesen. Und heute bin ich schon in Richtung Hörbücher mehr gegangen. Die ersten Klassiker, mit denen ich angefangen habe, die auch heute noch Klassiker sind oder die heute besonders die Klassiker sind, sind dann Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie oder Denke nach und werde reich, Napoleon Hill. Und so gibt es natürlich oft die Ursprünge,
der Geschichten sind schon vielen, vielen jungen, frühen Jahren schon entstanden und wurden halt immer wieder neu übersetzt, neu auf den Markt gebracht. Und heute gibt es da verschiedene. Aber was mir auch ganz, ganz viel hilft, ist, ich habe die verschiedensten Biografien, ob das von Thomas Gottschalk oder Dieter Bohlen, vor kurzem durfte ich ihn auch betreuen, wieder begleiten. Das macht so viel Spaß, den Menschen so nahe zu sein, so viel zu erleben, was die Menschen rüberbringen, wie sie leben, wie authentisch sie sind. Und da kann man nur sagen, auch das Dieter Bohlen Hörbuch habe ich super gut gefunden, weil er ist wirklich einfach so, wie er ist. Und das ist das Schöne, und er ist so klar. Und mit dieser Klarheit muss man natürlich muss man umgehen können, aber das ist eine tolle Sache. Aber es macht unheimlich viel Spaß, die Menschen alle mal kennenzulernen, beziehungsweise durch die Hörbücher, durch die Biografien tiefer kennenzulernen. Und auf einmal merkt man, Menschenskind, das war gar nicht bei allen so, dass die kamen, sahen und siegten, sondern dass das, ob das ein Boris Becker war, dass der seine ganze Kindheit dafür hergeben musste, dass er heute so ein großer Star ist. Ne? Man muss 10.000 Stunden etwas getan haben, um darin ein Meister zu werden. Und das ist etwas, das gut rüberkommt. Deswegen sind Bücher von Jens Korsen, der viele Führungskräfte schult, toll. Es sind aber auch Denken hilft, aber nützt nichts. Oder Rolf Döbelin, die Kunst des digitalen Lebens, oder Harari. Also hier gibt es die verschiedensten Bücher. Ich habe Christoph Kiese gelesen, wo es darum ging, die Digitalisierung besser zu verstehen. Also es gibt über die verschiedensten Themen, ob es jetzt Persönlichkeitsentwicklung, Marketing und andere Dinge geht, da gibt es dann tolle Bücher, und man kann sich eins nach dem anderen holen. Ich mache es halt immer so, dass ich mir mittlerweile mehr Hörbücher hole, entweder im Urlaub am Strand oder egal wo auf der Liege anhöre, oder wenn ich Auto fahre und sage, Mensch, jetzt fahre ich da an die Ostsee hoch, 8 Stunden Fahrt, hat mich früher geärgert. Heute weiß ich, es sind 1,5 Hörbücher oder sowas, und freue mich und sage, hey, cool, jetzt kann ich die Zeit super nutzen und habe dann wieder einen tollen Input. Also lesen, was andere erfolgreiche Menschen gemacht haben, dass sie vorwärts gekommen sind. Auf einmal stellt man fest, es hat doch tatsächlich immer wieder mit dem zu tun, dass man sich auf was fokussiert, konzentriert und diszipliniert seinen Weg geht, und dass es denn zufällig erfolgreich nicht gibt. Es gibt nicht zufällig erfolgreich. Auch die Menschen, die bei uns auf der Bühne sind, die sind nicht zufällig erfolgreich. Da ist alles auch inszeniert, und das ist auch gut so, dass es inszeniert ist. Stellt man sich mal vor, man geht bei einem Redner in seinen Vortrag, sagt, hey, das ist ein toller Vortrag, kommt nach Hause, erzählt es seiner Frau, sagt, ich habe einen ganz tollen Redner gehört, das musst du dir anhören, der hat über das Thema geredet. Dann nehme ich meine Frau mit, und dann geht man nochmal hin, und jetzt interpretiert er das mal ganz anders und redet komplett anders, lasst die Witze weg, dann wäre das nicht mehr der an dem Tag war, wo ich ihn kennengelernt habe. Und deswegen ist hohe Professionalität, Inszenierung eine der maßgeblichen, unterschiedlichen Punkte, warum heute Menschen erfolgreich und besser sichtbar sind. Und so sieht man auch heute heute gibt es verschiedenste Menschen, die über Gesundheit Bücher schreiben. Das sind nicht die besten Ärzte, die jetzt unbedingt da die Bücher schreiben. Ich möchte auch nicht sagen, dass sie schlechte Ärzte sind. Aber es gibt bestimmt noch viel bessere Ärzte, oder noch größere Koryphäen. Aber es sind die es tun. Und deswegen macht was. Also das heißt, und man muss einfach anfangen zu tun. Deswegen lieber unperfekt begonnen als perfekt gezögert. Und das ist etwas, was einen dann auf jeden Fall vorwärts bringt, und einfach machen. Sehr schön, wunderbar. Jetzt, wenn jemand einfach machen will und einfach Kontakt mit dir aufnehmen will, wie macht man das am besten? Also Kontakt zu dir oder auch zu euch, zu Speaker Excellence? Es ist immer schön, auch einen Hinweis zu kriegen, warum nimmt er Kontakt auf? Und dann schreibt man, ich habe von dir den Podcast gehört, ich habe dich da und da gesehen, oder ich habe sie schon als Marke, als Firma schon lange beobachtet. Und dann schreibt man, dass man da gern Kontakt aufnehmen möchte, was für einen Wunsch man hat, was man für Fähigkeiten hat. Das kann durchaus auch mal sein, dass es jemand, wie wir vorhin gesagt haben, ein Praktikum bei uns machen möchte oder mal mit uns zusammenarbeiten möchte, oder dass er zum Speaker ausgebildet werden möchte, oder dass er schon erfolgreich ist, dass er ein Unternehmer ist, der sagt, Menschenskind, ich könnte ein bisschen mehr, ich bin aus dem ganzen direkten Geschäft schon draußen, ich möchte ein bisschen mehr die Marke repräsentieren, dass wir ihn da auf dem Weg begleiten. Es gibt viele Dinge, einfach schreiben, was man möchte, sich auf was berufen, woher man
den Kontakt hat oder wo man dazukommt. Und dann wird in der Regel immer bei uns Kontakt aufgenommen, entweder direkt gleich einen Telefontermin mit mir oder es ruft erst einer an und tut es ein bisschen mehr differenzieren, also nochmal in die Tiefe gehen, um was es dann wirklich geht, fortselektieren und dann geht es ins Gespräch. Auf jeden Fall, wir sprechen mit jedem, der mit uns arbeiten möchte und geben auch jedem die Antworten, die er sucht. Und dann muss dann jeder Einzelne entscheiden, ist das etwas, was ihm Spaß macht? Ist das etwas, was ihn vorantreibt, dass er mit uns zusammenarbeitet? Und da geht man einfach auf speakers-excellence.de, oder? Genau, wie du sagst, www.speakers-excellence.de, das ist das ist unsere Webseite, oder man schreibt gleich an unsere info@speakers-excellence.de, also info@speakers-excellence.de, beruft sich auf den Podcast oder auf eine Situation und bittet um ein Gespräch und dann wird jemand aus unserem Hause zurückrufen und wird dann das weitere eingehen oder erstmal nachfragen und all diese Geschichten. Sehr gut. Bist du auf Social Media auch noch vertreten, dass wenn jemand da dich auf LinkedIn oder Xing oder Facebook oder so? Genau, ich bin auf LinkedIn, ich bin in Xing, bin ich dann auf Facebook, haben wir auch und Instagram sind wir auch und so weiter. Und Instagram, LinkedIn und Xing, da bin ich immer direkt bei Facebook und Instagram. Da habe ich ein Team, was mich unterstützt und mir hilft, das alles zu betreuen. Das ist nicht ganz so einfach. Aber wir sind ja auch schon ein bisschen größer gewachsen und da ist es auch immer gut, wenn man als Team die ganzen Ressourcen bedient. Und was heute auch Sinn macht, also ob man sie mag oder nicht mag, es ist heute der Mix der Kommunikationskanäle, der es ausmacht. Es gibt nicht den einen oder den anderen. Es gibt sowohl als auch und jeder hat seinen Kanal und man muss halt versuchen, alle Kanäle zu bespielen, um die Menschen zu erreichen, um die Menschen zu gewinnen und natürlich immer Nutzen, Nutzen, Nutzen bieten, dass man interessant wird. Nur das wollen die Menschen und das ist auch gut so. Und dann gibt es auch alle, die Nutzen bieten, können nur erfolgreich werden. Kommt darauf an, in welcher Intensität. Weil alles ist immer auch, ich sage immer, alles ist Physik. Entweder muss man physische Energie fließen lassen, das ist Energie. Ja, oder man muss gedruckte Energie fließen lassen, das ist Geld. Der eine muss die gedruckte Energie geben, der andere die physische Energie oder andersrum. Und so ist immer der Energiefluss im Fließen. Und wenn man die Physik aufrechterhält, dass Energie fließt, wird es auch immer gut gehen. Nur wenn man Energie aus dem Kreislauf nimmt, egal ob es physische Energie oder gedruckte Energie, dann wird es immer problematisch, dann bricht ein Kreislauf zusammen. Deswegen kann ich nur allen ermuntern, immer in Bewegung zu bleiben, immer was zu tun, sofern man die Gesundheit hat. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Und auch immer zu schauen, dass man ja die eine oder andere Pause für sich immer nimmt, um sich auch wieder zu erholen. Weil ich habe eins auch, was ich kennengelernt habe, es gibt keine Übermenschen. Es gibt keine Menschen, die dann auf einmal viel weniger Schlaf brauchen als die anderen. Ich habe so viel auf den Bühnen schon gesehen, die denken so, ja, und mit 4 Stunden Schlaf und der besonderen Technik von links nach rechts wälzen oder was auch immer. Die waren irgendwann ein paar Jahre später krank, die waren auf einmal einige Jahre nicht mehr weg. Das heißt, und immer wenn man sich fragt, das ist mir immer so, immer wenn ich mich frage, wie geht denn sowas, kann man das überhaupt, was der sagt, immer dann habe ich dann irgendwann später gemerkt, es geht nicht. Weil das einfach, es gibt keine Übermenschen. Also ich kenne noch keinen, vielleicht gibt es noch. Sehr schön. Gerd, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Nutzen, den du auch hier geboten hast. Also großartig. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und jetzt auch gute Erholung natürlich jetzt in den Weihnachtsferien. Vielen Dank, Christoph, und ich wünsche dir auch ein frohes Weihnachtsfest. Lass es dir gut gehen und vielen Dank für die Möglichkeit, mit deinen Podcast-Leuten zu reden und bis bald. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.